Also das war tatsächlich das erste Mal, dass ich EMS-Training gemacht habe. Ich hätte es gerne schon vorher mal ausprobiert. Ich habe schon viel darüber gelesen, dass du halt vor allen Dingen die kleinen Muskelgruppen, die du sonst nicht unbedingt erreichst, ansteuern kannst dadurch. Und ja, es war interessant, das mal zu machen. War auch anstrengend und ich hoffe, dass ich es noch öfter machen kann. Also wir haben dieses Jahr, also 2019, ist ja für uns schon, jetzt beginnt ja sozusagen die neue Saison. Bei uns ist das immer anders als die Jahre, der Jahreswechsel sieht es bei uns immer Herbst und Frühling so aus. Und wir starten jetzt ins Wintertraining und der nächste große Wettkampf sind dann die European Games und Weltmeisterschaften. Wobei die Weltmeisterschaften für uns nächstes Jahr ein Riesen-Event sind, weil die in Ungarn stattfinden. Und Ungarn ist Kanu in gewisser Weise Nationalsport und dann werden schon 30.000 bis 40.000 Zuschauer erwartet, was dann für uns natürlich, wenn wir da auf dem Wasser sind, auch ein Riesenspektakel ist. Also von den Trainingsmöglichkeiten, die wir in Karlsruhe haben, bin ich wirklich begeistert. Also hier fehlt es wirklich an nichts. Du kannst hier alles trainieren. Und es war auch interessant, mal das erste Mal mit einem Personal Trainer zusammenzuarbeiten. War für mich auch eine Premiere. Ich hatte noch nie einen Personal Trainer, der mit mir Übungen gemacht hat. Und ja, die Möglichkeiten hier sind perfekt. Und vor allen Dingen, dass man auch so besondere Sachen wie EMS-Training oder da hinten sehe ich so einen Powerplate, auch hat die Möglichkeit als normaler Hobbysportler oder als ambitionierter Hobbysportler so Sachen auch mal auszuprobieren. Das ist eine Spitzensache. EMS steht ja im Prinzip für Elektromyostimulation. Das heißt, da wird eben durch einen elektrischen Reiz der Muskel nochmal extern stimuliert. Das heißt, es ist, sage ich mal, nochmal eine Vertiefung zu dem normalen Training, das wir ansonsten so in einem Fitnessstudio haben. Bedeutet, eigentlich können wir unsere Reserven gar nicht wirklich ausnutzen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Übung machen, wird nicht der komplette Muskel an sich benutzt und das durch das EMS-Training lässt sich da dann einfach eben mehr Muskulatur nutzen und vor allem auch die sogenannte tiefliegende Muskulatur, die ja oft auch thematisiert wird, die eben für unsere Haltung zuständig ist, können wir dann eben durch ein EMS-Training wunderbar erreichen. War echt cool, also Max kennenzulernen oder kennenlernen zu dürfen, war echt ein Highlight. Ist ein super Typ, ist ein super Athlet natürlich auch, ist ja nicht umsonst auch Weltmeister in seinem Sport, im Kanusport, wahrscheinlich auch angehender Olympiasieger, hoffen wir es zumindest mal. Also wirklich, war ein echt cooler Tag, hat super viel Spaß gemacht mit ihm zusammen, Wettkampf, da mit dabei zu sein. Also Max darf natürlich gerne jederzeit wiederkommen, freuen wir uns drauf.